Film, den wir Ihnen hoffentlich irgendwann einmal im Laufe dieses Jahres auch in Österreich zeigen können. Der charakteristische Sturzhelm des 27-fachen Grand Prix-Siegers und dreifachen Weltmeisters. Das ist Patrick Depailler, der Sieger von Monte Carlo, seit damals allerdings in keinem Grand Prix mehr angekommen. Stewart fährt nicht die erste Runde des Rennens mit, sondern nur die sogenannte Aufwärmrunde, wird dann an die Boxen einbiegen und dann wird der Start für die erste Reihe bestehend aus Watson und Andretti freigegeben. Der Williams von Alan Jones, Startnummer 27, Jones Vorjahrsieger in Zeltweg. Ja, und John Watson ist seit seinem Zeltweg-Sieg 1976, also seit fast zwei Jahren ohne Grand Prix-Sieg. Frage nach der Teamtaktik bei Brabham Alpha, es gibt keine. Niki Lauda hat vor einer Stunde noch ein Gespräch mit John Watson gesucht und hat gesagt, bitte John, sag mir, was du vorhast, ich würde mich gern danach richten. Und Watson hat gesagt, ich habe auch schon lange keinen Grand Prix mehr gewonnen, ich brauche diesen Sieg. Und Niki hat gesagt, okay gut, das wird von mir akzeptiert. Andretti führt, wie gesagt, 6 Punkte vor Peterson und 11 Punkte vor Lauda in der Weltmeisterschaft. Dann folgen Depailler und Reutemann. Die Ferrari-Fahrer Reutemann und Villeneuve haben die beiden letzten Grand Prix-Rennen nicht ohne Boxenstopp fahren können. Sie mussten immer wieder an die Box zum Reifenwechsel. Große Frage, ob es ihnen heute gelingt, ohne Boxenstopp durchzufahren. Die Kamera zeigt uns den Le Mans-Sieger Pironi. Er ist der zweite Mann im Tirrell-Team. An auf Boxen. Damit beginnt also die Aufwärmrunde und wir haben Gelegenheit, uns noch einmal diesen Kurs Paul Ricard in Löckerstelle anzuschauen. 5,81 Kilometer, wie gesagt, ist er lang. Jackie Stewart führt das Feld in der Aufwärmrunde. Jackie Stewart in einem Renault Turbo. Das wird die Firma, die vor drei Wochen das 24-Stunden-Rennen von Le Mans gewonnen hat, nehme ich an, sehr, sehr viel Geld gekostet haben. Stewart hat allerdings im Winter fast alle derzeitigen Grand Prix-Autos getestet und hat gesagt, der Renault Turbo ist der Wagen mit dem stärksten Motor, den er überhaupt jemals kennengelernt hat. Ein Sechszylindermotor, wie Sie ja wissen, abgasgetriebener Turbo. Im Bild Patrick Tambay. Und das ist jetzt die Mistralgerade, 1,8 Kilometer ist sie lang. Ich sage Ihnen rasch die Höchstgeschwindigkeitsmessungen aus dem Training. Niki Lauda schnellster mit 290 km/h, Peterson 285, Scheckter 284, Andretti 283, Tambay und Chabui 282, Patrese Depailler 280, Jones Reutemann 279, Villeneuve Hans 278, Lafitte 274 und Watson 271 Kilometer. 290 also Spitzengeschwindigkeit von Niki Lauda. Allerdings kommt es hier drauf an, wie man den Heckflügel einstellt. Man kann zweifellos theoretisch auch Geschwindigkeiten weit über 300 km/h fahren mit absolut flach gestellten Heckflügel. Nur wird man dann auf diesem engen Innenteil des Kurses von Le Castellet derart wenig Bodenhaftung haben, dass dieser Vorteil auf der Geraden durch dieses Handicap wieder weit mehr als wettgemacht wird. Auf alle Fälle war es eine Watschen für die Konkurrenz, nachdem die Wagen von Lauda und Watson verboten wurden, dass es diesen beiden Fahrern gelungen ist, auch mit den alten Brabhams BT46 den ersten und dritten Startplatz hier herauszufahren. Und die 9 Punkte von Niki Lauda in Schweden waren sicherlich die teuersten der Grand Prix-Geschichte, denn die Entwicklung des Staubsauger-Brabhams hat 200.000 Pfund gekostet. Das sind umgerechnet etwa 6 Millionen Schilling. Jackie Stewart hat seine Pflicht getan. Hoffen
wir diesmal auf einen sauberen und gelungenen Start. Sie erinnern sich, wie oft es heuer schon Kollisionen am Start gegeben hat oder wie oft jemand den Start verpasst hat. Unmittelbar vor Niki Lauda, einmal war es Carlos Reutemann in Monte Carlo, einmal war es Ronnie Peterson in Carama. Ja, und in Zoll, da gab es ja die Kollision zwischen Niki Lauda und Jody Scheckter. Das ist der Eros des deutschen Rolf Stommelen, Nummer 36. 5,5 Sekunden zwischen dem Trainingsfeld und dem Mann am Ende. Jetzt wäre schön, wenn die Regie umschneiden würde. Jawohl, es führt der Preppenalpha des Trainingsschnellsten John Watson. Zweiter ist Mario Andretti, dritter James Hunt. Vierter Niki Lauda im Kampf mit dem zweiten McLaren-Fahrer, mit Patrick Tambay. Damit führt John Watson zum ersten Mal seit Monte Carlo. Er lag damals vor dem späteren Sieger Patrick Depailler, bis er Schwierigkeiten mit seinen Bremsen hatte. Zum ersten Mal die 1,8 Kilometer lange Mistralgerade und Sie sehen, wie John Watson das Feld von links nach rechts zieht, um zu versuchen, die anderen Wagen aus seinem Windschatten zu schütteln. Das sind unglaubliche Windschattenspielereien, die sich hier in Le Castellet immer abspielen. Dieser Windschatten wirkt ungefähr 200 Kilometer. Mario Andretti hat John Watson ausgetrickst, und zwar, nehme ich an, beim Anbremsen der ersten Kurve, der Sinnkurve. Andretti führt, Watson zweiter, Hans dritter, Lauda vierter. Die Führung von John Watson dauerte also nur etwa 3 Kilometer. Der Weltmeisterschaftsführende Mario Andretti führt den Pulk aus der ersten Runde zurück. Das ist die Zielkurve. Erster Andretti, zweiter Watson, dritter Tambay, vierter Lauda, fünfter Peterson, sechster Hunt, siebter Tom, achter Lapin, neunter Scheckter. Patrick Tambay hat damit zwei Autos am Ende dieser Mistralgeraden überholen können. Erster Andretti, zweiter Watson, dritter Tambay, vierter Lauda, fünfter Peterson, sechster Hunt, siebenter Jones, achter Scheckter. Mit einiger Wahrscheinlichkeit wird das aber nicht die endgültige Reihenfolge in diesem Grand Prix sein, denn ich könnte mir vorstellen, dass es noch sehr oft zu Positionswechseln kommt, speziell am Ende der langen Mistralgeraden, wenn ein Fahrer einen anderen aus dem Windschatten heraus überholt. Allerdings ist in dieser Runde der Vorsprung von Mario Andretti doch etwas größer geworden. Vielleicht erinnern Sie sich, das Vorgängermodell, der Lotus 78, war in den Kurven genauso hervorragend wie der jetzige Lotus 79, war aber auf der Geraden deutlich langsamer. Das war ein Nachteil, den Colin Chapman mit dem Lotus 79 heuer ausgemerzt hat. Denn Sie haben jetzt schon gesehen in den ersten zwei Runden, wie schnell der Lotus 79 auf der Geraden ist. Zweite Runde, erster Andretti, zweiter Watson, dritter Tambay, vierter Lauda, fünfter Peterson, sechster Hunt, siebter Jones, sechster Neunter Lapin, zehnter Lapin, elfter Reutemann, zwölfter Pironi. Patrick Tambay angegriffen von Niki Lauda. Lauda seinerseits attackiert von Ronnie Peterson.
Mittlerweile der erste Fahrer in den Boxen, und zwar Jean-Pierre Jabouille mit dem Renault Turbo und auch Claire Regazzoni mit dem Shadow. Regazzoni zuletzt ein sehr starker Fünfter in Andersdorf nach einem sehr kämpferischen schwedischen Grand Prix.